Hallöchen hier zurück bei Minecraft in dieser dunklen Nacht der Nächtigkeit. Die Nacht geht auf. Der Mond strahlt über den Himmel. Das heißt, erstmal ein Pendel legen. Und im Prinzip haben wir auch gerade schon die Baustelle gesehen im Bild gerade, die ich jetzt angehen möchte. Weil ich habe mir gedacht, ja, es gibt einige Sachen, die... Boah, die Maus hakelt gerade. Ich weiß nicht warum. Es gibt einige Sachen, die länger schon brach liegen. Und deswegen habe ich mir gedacht, yo, machen wir da mal was gegen. Das ist nämlich ein bisschen ungünstig hier, die ganzen Pilze. Die können eigentlich, nach draußen, da wo sie hingehören, da wo sie hingepilzt werden. Den Baum haben wir das letzte Mal hier, die Fichte haben wir das letzte Mal hochgezogen, haben wir das letzte Mal ein wenig verschönert, ein wenig mit Pilzen bestückt. Von hier kann man ihn leider nicht sehen. Wahrscheinlich könnte man ihn sehen, wäre da Licht dran. Gebranntes Tönchen, gibt kein Böhnchen mehr. So, hier ist auch nichts mehr drin, sehr gut. Und zwar auf dem Berg möchte ich jetzt herumwerkeln und dort quasi die Baustelle, die da schon seit Ewigkeiten steht, hier vorne direkt am Abgrund, dass wir die mal aufziehen, dass wir die mal ordentlich machen, dass wir da uns ein wenig daran erfreuen, dass es mal vollständiger wird. Dass wir nicht immer, wenn wir nach oben schauen, immer wenn wir hier langkommen, dass es immer unfertig und kaputt aussieht. Das ist nämlich auf Dauer auch nicht so cool. Ich meine, es motiviert zwar, dass man irgendwie auch mal wieder bauen sollte, aber naja, nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, ja, die Baustelle will ich unbedingt jetzt machen. Weil ich habe den Eindruck, es gibt Baustellen, je länger man sich damit Zeit lässt, umso weniger Lust hat man das irgendwie zu vervollständigen. Wahrscheinlich, weil man sich immer denkt, ja, ich muss es eigentlich noch vervollständigen. Und dann erhöht sich der Druck von alleine. Aber man hat, je länger man wartet, umso weniger Ideen hat man, um das wirklich toll zu machen. Und ich will auch nicht, dass es so weit kommt, dass man dann einfach so eine schnell hingeklatschte Version macht, weil es halt irgendwie mal ist, dass es mal irgendwie fertig sein soll. Deswegen habe ich mir das einfach spontan überlegt. Ja, mache ich jetzt vielleicht. Also es wird wahrscheinlich nicht vollständig werden. Die Aufnahme soll nicht allzu lang werden, weil die kommt noch am gleichen Tag heute raus. Habe ich mal wieder ein wenig nicht genug im Voraus aufgenommen, was überhaupt allgemein zu viel passiert, aber das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, deswegen kann es immer mal wieder kommen, dass Folgen später oder auch gar nicht kommen, beziehungsweise halt am nächsten Tag erst. Was ich nicht unbedingt schön finde, aber naja, ich bin halt auch kein Zauberer. Selbst wenn ich Zauberer wäre, wahrscheinlich würde ich das nicht wirklich für sowas benutzen. Wahrscheinlich würde ich der Welt Gutes tun. Zumindest behauptet man ja immer, dass wenn man die Möglichkeit hat, dass man dann unbedingt auch Gutes tun würde. Ich weiß es gar nicht, ob das wirklich so ist. Oder ob man in dem Moment quasi sich denkt, ach ja, ich mache zwar Gutes, aber vorher mache ich noch das und das und das mache ich auch noch. Ach, und da ist auch noch was, was ich machen könnte. Und dann plötzlich hat man dann keine Kraft mehr, um Gutes eigentlich zu tun. Aber das ist was anderes. So, die ganzen Hölzer hier, die bräuchte ich wahrscheinlich. Na, also dass man, wenn man plötzlich Möglichkeiten hat, dann nutzt man sie irgendwie dann trotzdem nicht. Zumindest nicht für das, was man sollte oder halt meinetwegen auch überhaupt nicht. Ich habe das zum Beispiel gerne, bevor ich mir irgendwelche Sachen... Also es gibt Momente, sag ich mal, da interessiere ich mich plötzlich für irgendein Thema besonders. Irgendwelche Geräte, die man sich mal anschaffen könnte, weil dann kann man ja unbedingt, dann hat man unbedingt da Möglichkeiten, da irgendwas mit zu machen. Und je länger ich dann überlege und... Oha! Hallo! Je mehr ich mir quasi irgendwelche konkreten Geräte oder Sachen anschaue, die in die Richtung gehen, desto stärker wird eigentlich der Wunsch, da mir irgendwas zu kaufen. Und irgendwann gibt es dann halt den Moment, wo ich mir denke, ja Moment, werde ich das überhaupt benutzen? Brauche ich das überhaupt? Brauche ich das nicht so wirklich? Naja, dann wäre es wahrscheinlich sinnlos, dass man es sich jetzt kauft. Aber es wäre schön, dass man in diesem Moment, dass man halt wirklich hinterfragt, ob man das wirklich braucht, dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Dass man da auch wirklich mal drüber nachdenkt. Ist jetzt alles ziemlich zusammenhanglos erzählt. Habe ich ja schick gebaut hier. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne, dass man sich quasi selbst von irgendwas hypen lässt. Es ist genau wie mit irgendwelchen Videospielen, die jetzt frisch auf den Markt kommen sollen oder die irgendwann in eine Zeit kommen werden, wo man sich denkt, boah geil, das brauche ich unbedingt, das bestelle ich mir jetzt unbedingt vor. Und das ist dann dieser Hype und dann stellt man am Ende fest, ja, es ist eigentlich doch nicht so cool. Und das ist im Prinzip, habe ich ganz gerne mal mit irgendwelchen
irgendwelchen technischen Spielereien, irgendwelche Gerätschaften, dass ich merke, wow, es gibt die und die Möglichkeiten. Man könnte dann damit irgendwas Tolles tun bestimmt. Was weiß ich? Irgendwelche neuen Computerteile. Wenn ich diese Grafikkarte habe, dann ist das Ganze hier ein Drittel schneller, als es vorher war. Wow. Ist allerdings dann die Sache, brauche ich das wirklich? Muss es unbedingt schneller sein? Reicht das Aktuelle, was ich habe, nicht auch aus? Solche Sachen zum Beispiel. Und zwar, was ich jetzt machen möchte, ist, man kann es vielleicht entdecken, ich möchte hier eine kleine Hühnerstange anbauen, damit man hier oben immer sitzen kann. So, fertig. Oder ich mache ein Dach drauf, das geht natürlich auch. Und zwar, ich hatte ja mal überlegt für die Kirche, wie man da ein halbwegs brauchbares Design für irgendein Dach machen könnte. Bevor ich dann halt gemerkt habe, dass es eigentlich eine schön hohe Spitze sein sollte. Das, was ich jetzt hier vorhabe, ist ein bisschen flacher gehalten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Aber ich will da zumindest mal probieren, ob das damit vielleicht funktioniert. So ganz komplett flach wird es auch nicht werden, aber naja. Mit flachen Sachen kenne ich mich halt nicht so aus, ne? Wenn man meine Witze mal sich anhört. Also ist alles immer hoch wie ein Vulkan. Oder die Fichte da hinten. Gut, ach, guck mal, da sind noch mehr. Das ist doch noch hier so eine. Da geht's doch noch einen weiter. Das Problem ist ein bisschen, dass das Dach hier ein bisschen breiter ist als das da unten. Also dass der Turm, wobei der Turm hier ist. Doch, der ist insgesamt ein breiter. Das hier hat oben eine Breite von 7 Blöcken. Ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Kirchturm hat 5. Ich kann leider nicht ranzoomen, weil ich keine Lamotts hier drauf habe. Das ist alles Alpha-Krempel hier. Ich meine, nicht Alpha. Vanilla-Krempel. Ich hätte das wahrscheinlich noch... Hätte ich das noch einen weiter reinziehen sollen? Nee. Und ich habe keine Gerüste, der da... Es ist... Ohne Gerüsterde geht, glaube ich, so ziemlich gar nichts. Habe ich den Eindruck. Zumindest nicht dann, wenn ich irgendwie irgendwo hoch muss. Gefühlt. Von daher müssen wir da gleich nochmal runter und was holen. Ich habe das leider vergessen mit einzupacken. Und zwar, dass man das hier in der Mitte ein bisschen hochziehen lässt. Hier außen allerdings nicht. Dass man so eine leicht ansteigende Spitze hat. Also sowas ähnliches wie da oben, nur nicht ganz so extrem. Wobei, die ist eigentlich überhaupt nicht extrem. Ich finde die Spitze immer noch sehr gelungen. Das hier ist ziemlich ähnlich eigentlich, weil auch wieder so ein Holzkranz ist, dass das auseinander geht. Haben wir da oben ja auch. Ist da noch ein bisschen weiter ausgeweitet. Hier ist es eigentlich noch recht human. Das ist jetzt hier, das ist genau die... Nee, Moment. Das wäre jetzt genau die Kante, wo das hier rumgeht. Da mache ich mal nichts hin. Oder? Nee, halbe habe ich überhaupt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Mache ich das da ganz rein? Dann braucht das hier, dann kann das da ruhig ein richtiges Holz sein. Das wird ziemlich hoch hier werden, glaube ich. Das ist eigentlich ungewollt so. Und da wäre jetzt hier die Mitte. Das habe ich eigentlich echt nicht so gewollt, dass es hier so hoch wird. Aber gut. Ich will mich da mal nicht beschweren. Zumindest nicht ernsthaft. So, dass man das als Beschwerde tatsächlich wahrnehmen muss. Da kann das ruhig hin. Da kann das ruhig hin. Da darf dann frei bleiben. Hier darf einen rum. Und wie das hier unten passiert, weiß ich gar nicht so genau. So vielleicht. So ein bisschen angeschrägt. Ich komme da leider nicht rum hier. Zumindest nicht, wenn ich einfach das so frei habe. Wobei, ich versuche mal. Ich habe dann zwar einigermaßen viel Holzverschwendung hier. Au, und das war ungünstig. Kann ich nicht von hier oben irgendwie einfach hoch? Dass ich ja nicht so einen langen Stängel hier drinne aus Erde habe. Wäre mal ein bisschen praktischer. Komm ich da ran? Komm ich da ran? Hallo, rankommen. Auch mit Springen geht das nicht. Nö, schade. Machen wir es so. Aha. Ich muss hier irgendwie einen anderen Aufgang haben. Das gefällt mir nicht. Ich werde sicherlich nicht das letzte Mal nach da oben müssen. Na, wir können mal hier einfach schauen. Es war gefährlich hier am Abgrund, wobei der Abgrund ist nicht allzu tief, herum zu jumpen. Geht eigentlich. Na?
noch ein bisschen Erde. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das da entwickelt. Es sieht, im Moment sieht es eigentlich zu hoch aus. Es beginnt, glaube ich, zu früh, zu steil. Habe ich so den Eindruck? Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber ich glaube, das brauchte ich noch. Da oben habe ich, glaube ich, außenrum einmal einen Rand mit wirklich halben gehabt. Dass die dann außen gewesen wären, hier ein bisschen tiefer gewesen wären. Hätte hier wahrscheinlich auch gut funktioniert. Ich muss mal eben gucken hier. Wenn man von hier vorne schaut, wenn nicht, dass wir jemals auf dem Dach hier stehen würden. Ist eigentlich zu hoch, ne? Das muss auch da unten flacher werden. Ich muss das nochmal wieder wegreißen. Ich brauche vor allem weitere Halfsteps hier. Die habe ich jetzt gar nicht dabei. Aber eine Werkbank habe ich, glaube ich, hier hinten stehen. Und die Maus ist echt gerade, es fühlt sich echt gerade nicht so schön an hier. Ich weiß nicht, wovon das jetzt genau kommt. Aber dieses flüssige Spielgefühl habe ich jetzt nicht unbedingt gerade. Das ist jetzt aber auch jammern auf hohem Niveau, glaube ich. Eichenholz, Fichtenholz. Ja. Wie der Rest des Hauses dann aussehen wird, ich habe noch keine Ahnung. Das wird sich dann zeigen. Aber es wird wohl irgendwie dann wie ein Haus aussehen. Erstaunlicherweise. Das heißt, ich müsste da eigentlich nochmal... Ich muss da nochmal wieder nach oben. Dächer bauen ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann jemals ein Dach gebaut habe, was beim ersten Anlauf vollkommen super war. Vermutlich nicht. Und so ein Grundriss ist schnell immer gerne hingezimmert von einem Haus, aber dass man dann schaut, wie das weiter nach oben führt, wie das Dach vor allem ist, das ist gar nicht so einfach. Wände kann man auch einfach, wenn man den Grundriss hat, kann man die Wände einfach gerade hochziehen und dann passt das schon, theoretisch. Wenn man halt irgendein einfaches, kleineres Haus haben will. So wie da unten zum Beispiel. Ich meine, das Dach, das habe ich, da habe ich glaube ich auch dran herumprobiert. Das war auch nicht die erste Version. Von daher, ich sag mal, Dächer sind, ich weiß nicht, wie es da anderen Leuten geht, wie es euch da geht, wenn ihr irgendwas hier bauen wollt. Dächer sind so eine Sache. Finde ich persönlich. Oder ihr sagt natürlich, nö, hier, Dach, kein Problem, ne, locker, schüttel ich so aus dem Ärmel. Da habe ich sogar drei extra Ärmel, weil ich so viele Ideen dafür habe. Ist jetzt nicht so meins. Genau, und dann kann ich hier kann ich dann in der Mitte weiter, das ist Fichtenholz, sehr gut, in der Mitte weiter hochgehen. Ich habe schon wieder keine, meine Güte, keine Erde. So, alles aufsammeln hier, den ganzen verworfenen Krams, auch hier die ganzen Hölzer. Sind ja auch noch welche? Nö. Na, ist praktisch. Hier, Roche. Es ist schon schick. So, und kann ich hier... Das ist auch alles schön und gut, aber nicht wirklich praktisch. Ich müsste eigentlich wirklich wieder von oben bauen. Dann geht das, glaube ich, vorbei. Na, ich weiß auch nicht. Die Axt brauche ich. Ich brauche den Bogen, glaube ich, hier oben nicht. Ich wüsste nicht, wen ich hier wegschießen sollte. Weil ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas spawnen wird. Es wird zwar jetzt wieder dunkel, ich versuche mal ein bisschen Licht hier ranzuschmeißen. Aber es geht ja bei den Treppen nicht. Das ist immer noch ein bisschen schade manchmal. Machen wir es so, ein bisschen Festtagsbeleuchtung hier. Dachs! Ja, meine Jump-Run-Skills, ich behaupte mal, sie sind ein bisschen besser geworden, als sie denn früher mal waren. Das liegt aber daran, weil die früher halt unfassbar schlecht waren. Im Moment liegt es daran, weil das Spiel gerade mit 30 FPS hier läuft und das ist nicht unbedingt so das Wahre, finde ich. Aber für die meisten Aufnahmen geht das denn. Ich könnte natürlich hier die Sichtweite ein bisschen runterstellen, dass es ein bisschen weiter, dass es ein bisschen flotter geht hier. Oder aber ein paar andere Sachen noch umstellen. Wie zum Beispiel, dass ich doch nicht wieder im Fenster aufnehme, sondern im Vollbild. Aber meine Güte, ich möchte das eigentlich gerne so haben, wie es gerade aktuell ist. So, mache ich hier außen die halben hin. Und hier kann es hochgehen. Hooray. Ja, ein bisschen Hooray. So, und schon mal, Moment, genau, hier kann dann... Kann das... Nee, kann ich nicht. Da könnte das denn sein. Hier ist dann genau die Mitte. Das ist schön. Ich denke mal, einfaches Hölzchen wird passen. Man kann in der Mitte dann auch nochmal so einen Steinzaun da drauf zimmern, wenn man dann wollte. Warte mal. Aber das hier ist dann... Moment.
Moment mal. Okay, das hier würde nicht so ganz komplett... Das hier ist dann außen... Das kann ich nicht so in die Ecke quetschen, dass da wirklich nur in der Ecke was ist. Das ist ein bisschen ungünstig. Oder man macht's... Das sieht eigentlich... Das war falsch. Das wollte ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Aber gut. Sonst wollte ich den hier weg haben. Ob man hier auch schon einen hochgehen kann? Habe ich zwar vorher auch schon versucht. Ich weiß halt nicht, wie das dann aussehen wird. Oder dass man hier keinen so einen drauf macht, sondern hier macht man dann noch einen Zaun hin. Oder irgendwas in der Art, dass man hier mehrere Spitzen hat, mehrere kleine Stellen, die nach oben zeigen. Sind alles Möglichkeiten. Wie gesagt, man kann hier einfach ein Standarddach drauf machen. Könnte man ziemlich einfach, ziemlich schnell, aber wer schon länger bei zugeschaut hat, hier bei den ganzen Rumgebastel, was ich immer mache, weiß, ich stehe nicht wirklich auf Standard. Also so ziemlich überhaupt nicht. Es gibt manche Momente, wo man sich sagt, ja, hier komm, ich zimmer da einfach irgendwas relativ Überschaubares hin. Das muss jetzt halt mal fertig werden. Aber an sich darf es gerne extravagant werden. So, das ist jetzt ziemlich gleich, ne? Das wird natürlich jetzt hier... Wir können das so machen, dass es beide da zur Mitte zeigt. Also hier die beiden zeigen dann zur Mitte und das sind dann halt ganze Teile. Dann wird es hier halt ein bisschen anders aussehen, wird aber, denke ich mal, auch passen. Das ist komplett falsch. Hurra! Dahin und dann dahin und dann vielleicht hier vorne auch, so wie auf der anderen Seite auch. So schön ist das schön. So. Mau. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich falle runter. Ich lege mich mal wirklich hin, es ist mir zu dunkel hier. Ich sehe ja kaum was. Ach nee. Nein. Nein. Hau, wow, wow. Geh weg. Gut, dass wir Rückstoß haben. Oh, da ist der Rückstoß drauf. Moment. Nö, es ist nicht. Das war ich selber. Ich bin selber so abstoßend. Na gut, dann halt nicht. Rückstoß ist auch, ich sag mal, wenn man gegen Skelette kämpft, ist Rückstoß auch nicht so wirklich gut. Weil, naja, Skelette sind dann gefährlich, wenn sie nicht an einem dran stehen. Gut, auch dann sind sie gefährlich, aber wenn man gerade mit dem Schwert auf die hauen will, man kommt halt nicht wirklich gut an die ran. Und deswegen, wenn man die selber auch noch weghaut, ist auch eigentlich ziemlich dämlich. Weil, naja, man haut die halt so hin, dass man da nicht wirklich gut rankommt. Nimm mich weg. Wer hätte es gedacht? Ich brauche eigentlich eine Leiter hier oben hin. Fällt mir gerade mal auf. Von unten? Also es ist ein riesiges Zimmerchen hier. War eigentlich nie so groß geplant. Auch, dass es hier oben so weit auseinander geht, war eigentlich nie so geplant. Aber ich finde das mit den Streben hier eigentlich immer noch ganz nett, dass man da so Miniaturfensterchen jetzt hat, dass man große und kleine Fenster hat. Man kann hier zwar kein Glas reinzimmern, aber vielleicht lassen wir es einfach offen hier, dass wir hier... weiß ich nicht. Irgendeinen luftigen Platz haben, dass man hier wirklich so einen freigelegten Aussichtsturm hat. Oder man macht hier drinnen noch ein weiteres Glashaus, aber dann wird das alles so eng und klein. So, das hat erstaunlicherweise funktioniert.